So. Wie auch schon den ganzen Tag angekündigt, haben wir nochmal zum Abschluss des heutigen Tages hier auf dem Forum ein Panel zum Thema mobile Robotik. In der mobilen Robotik, wir hatten heute den einen oder anderen Vortrag dazu und da hat man gesehen, wie viel Potenzial in dieser Technologie oder den Technologien liegt. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, über Herausforderungen, über die Chancen und ja, inwieweit man verschiedene Technologien vielleicht auch einfach zusammenfassen könnte, AMA und FTS. Und darüber freue ich mich, sprechen zu können hier. Und ich mache jetzt mal so aus Ihrer Sicht von links nach rechts die Aufzählung mit Matthias Behunek, Geschäftsführer von SafeLog. Dann haben wir Klaus Kluger, General Manager Central East Europe bei Omron und Jörg Rommelfanger, Leiter Robotics Division Deutschland bei ABB. Hallo. Erstmal vielen Dank, dass Sie da Gerne. sind. Freue mich, dass das geklappt hat und würde gerne mit so der Einstiegsfrage beginnen. Ich habe es gerade gesagt, wir hatten heute auch immer im Laufe des Tages immer wieder Vorträge auch zum Thema mobile Robotik und was damit möglich ist, was für ein Potenzial da drin liegt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Thema in den letzten Jahren nochmal deutlich an Fahrt gewonnen hat. Sie nicken alle, also das ist schon mal gut. Woran liegt denn das? Also warum gibt es jetzt gerade auch so eine hohe Dynamik auch bei diesem ganzen Thema mobile Robotik? Wer möchte dazu was sagen? Ja, fange ich einfach mal an. Wir haben 2014 mit den ersten mobilen Robotern hier in Deutschland angefangen. Da haben wir die CE-Kennzeichnung bekommen. Und ich erinnere mich noch, weil sie dann zu den ersten Kunden gegangen sind, das Hauptproblem war natürlich die Sicherheit der Mitarbeiter, die Berufsgenossenschaft, der Gewerkschaften. Zerstören wir Arbeitsplätze? All diese Fragen. Und ich erinnere mich noch, wenn wir dann die mobilen Roboter das erste Mal auf den Gängen haben laufen lassen, das erste war natürlich der Griff, also der Schritt zum Roboter hin. Bleibt er wirklich stehen? Passt er wirklich auf? Also diese anfängliche Skepsis, die es logischerweise gab, ich denke, die ist mittlerweile gewichen. Wir können ja jetzt nicht mehr davon sprechen, dass der mobile Roboter Einzug hält. Der ist längst da. Es gibt ganze Flotten, die bei vielen namhaften Firmen mittlerweile laufen. Und von daher, ich denke, diese anfängliche Skepsis ist gesunken oder verschwunden. Die meisten haben einfach verstanden, das ist Mitarbeiter. Wenn ich heute durch die Hallen gehe, wo wir Flotten installiert haben, da sieht man die Mitarbeiter sehen, da kommt der mobile Roboter, gehen aus dem Weg. Das ist ein Mitarbeiter geworden, wie jeder andere auch, im weitesten Sinne. Ich glaube, was wir sehen, ist tatsächlich, die mobile Robotik hält auch immer mehr Einzug in die Produktion. Wir kommen sehr stark aus der Logistik, wo das, glaube ich, schon seit Jahren gang und gäbe ist. Was wir sehen, ist, dass die Logistik und die Produktion immer näher zusammenrücken halt. Wir haben viele Megatrends, die man am Markt sieht. Das heißt, Flexibilität in der Produktion, Unsicherheiten in Volumina, nehmen Sie das Beispiel Automobiltransformation, viele Varianten, viel Unsicherheit in den Stückzahlen, die dahinter stecken. Und da ist natürlich mobile Robotics in Kombination mit der Logistik in der Produktion ein ganz elementarer Baustein, um skalierbar und flexibel in der Produktion in Kombination mit der Logistik arbeiten zu können. Das heißt, wie heißt es immer so schön, die atmende Fabrik, also wirklich auf andere Anforderungen, auf andere Stückzahlen und so weiter flexibel reagieren zu können und auch eine hohe Variantenvielfalt. Und da bringt der mobile Roboter im Vergleich zu starren Produktionssystemen natürlich einen Riesenvorteil, da halt dynamisch reagieren zu können. Ja, und unser Hauptanwendungsfall ist ja die Logistik. Und ich glaube schon, dass sich die Verfügbarkeit von Systemen, die bezahlbar sind, dass sich das deutlich verändert hat. Ich glaube, in der Produktion gibt es seit 30, 40 Jahren fahrerlose Transportsysteme. Das ist auch keine Neuerfindung jetzt, aber die Systeme jetzt haben ja ganz andere Fähigkeiten zum ganz anderen Preis und du kannst sie auch zum extrem niedrigen Preis auch in ganz kleiner Stückzahl implementieren und kannst es dann, wenn du damit wächst, auch hochskalieren. Und diese Einfachheit, die neue Möglichkeit, die dir Software vielleicht jetzt bietet, die vor 10, 20 Jahren noch nicht da war, da gibt es schon einen großen Unterschied. Okay, vielleicht machen wir dann auch erstmal eine grundsätzliche Unterscheidung oder eine Begriffsklärung, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt von mobiler Robotik sprechen, soweit ich das verstehe, gibt es ja letztendlich die grobe Unterscheidung zwischen FTS, die jetzt eher spurgebunden sind, wo
wo ich auch eine Infrastruktur drumherum habe. Mhm. Und auf der anderen Seite die AMRs, die eher flexibler sind, wo ich eben nicht spurgebunden sind. Also das sind schon mal so zwei großen Unterschiede. Also da mit dieser Einstellung liege ich richtig, oder? Ich versuche es immer so zu erklären wie im öffentlichen Verkehr. Ich sage immer, das FTS ist ein bisschen wie eine Straßenbahn, die durch die Stadt fährt. Und wenn sich da der Müllwagen vorstellt, dann bleibt die Straßenbahn stehen. Und der mobile Roboter ist ein bisschen wie das Taxi. Der Taxifahrer, der sich eigentlich auskennt in der Stadt. Und wenn der sieht, da steht der Müllwagen, dann weiß der einen Umweg und dann fährt er den. Und das ist so der grundsätzliche Unterschied, würde ich sagen, zwischen den beiden Systemen, um es einfach zu sagen. Also falls jemand die Unterscheidung braucht, das eine ist, es sind alles Autos. Ja? Also mobile Roboter ist ja ein super Überbegriff. Und das eine sind Cabrios und das andere sind Autos ohne Dach. Ja. Und die Unterscheidung, man kann das immer an einzelnen Themen festhalten. Am Schluss ist es relativ einfach zu unterscheiden. Ja, also ich glaube, viele Systeme haben ähnliche Funktionen und man muss schauen, brauche ich die Funktion für das, was ich machen will. Ja. Und im Normalfall ist, wenn AMR draufsteht, ist es teurer und wenn was anders draufsteht, ist es günstiger. Also es ist auch ein Stück weit, wie viel Commitment will ich gehen und ich muss mich selber entscheiden, ja, will ich teures Auto oder welcher bezahlbar? Das ist ganz anschaulich, weil es auch die Daseinsberechtigung von den verschiedenen Systemen wirklich darstellt. Ja, ja. Ich brauche nicht in jedem Teil eine Slam-Navigation, wo ich in unstrukturierter Umgebung mich aufhalten muss. Es gibt genauso gut weiter in den Anwendungsfall, wo ich mit dem Magnetband wirklich in relativ hoher Geschwindigkeit strukturiert Material irgendwo hin befördern muss. Ja, von daher ist es wichtig, dass man, ich finde das Beispiel deswegen mit der Straßenbahn und dem Taxifahrer eigentlich ganz gut. Der schnellere Weg ist manchmal mit der Straßenbahn tatsächlich dann auch. Ich habe ja selber ein fantastisches System, wo ich sowohl spurgebunden, ohne dass was auf der Straße klebt, fahren kann und in einem anderen Anwendungsfall ausweichen kann und vielleicht sogar im gleichen Projekt, dass ich sage, an der Stelle ist Ausweichen nicht zinnführend. Ja. Weil ich sequenzgebunden fahre, aber in einem anderen, eine halbe Stunde später, habe ich ein System. Und eure Produktbezeichnung wird sich ja in der halben Stunde zwischen den Aufgaben nicht ändern, sondern es ist wirklich der Anwendungsfall, der das definiert. Und im Idealfall, sagen wir uns ehrlich, in 5 Jahren wird es kein Unterscheidungsmerkmal mehr geben. Da ist es ein mobiler Roboter und die werden das alle können. Ja, und den kann man auch spurgebunden. Der Kunde muss entscheiden, hey, ich bin sequenzgebunden, vielleicht ist Überholen doof. Wir treffen auch intern diese Unterscheidung gar nicht mehr. Exakt. Mobile Robotics. Das ist, und wie die Navigation letztendlich aussieht, ist anwendungsspezifisch. Eine Diskussion vom letzten Jahr. Genau. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir so ein Stück weit hinter dieser Diskussion sind. Ja? Bei unserem Stand muss man nicht mehr die Technik und die Einzelheiten erklären, sondern eher die Anwendungsfälle und sagen, genau. Hey, wie machen wir das? Was ist ein gemeinsamer Plan? Wo geht die Reise hin? Wie kriegen wir bei uns 500 Stück in die Firma? Genau. Aber ich meine, also erstmal finde ich es ein ganz interessanter Punkt zu sagen, ich brauche diese Unterscheidung gar nicht mehr. Aber für den Kunden macht es halt letztendlich doch noch einen Unterschied, weil es einfach eine finanzielle Geschichte ist, oder? Ob ich jetzt wirklich so eine Advanced-Lösung habe oder. Hängt ja nicht an der Begrifflichkeit. Oder eben nee. Halt das Taxi oder die Straßenbahn nehme. Nee, aber das ist doch sehr applikationsgebunden. Ja. Wie gesagt, wie eben schon gesagt, ne, von Matthias, wenn es eine Applikation ist, wo ich einfach keinen Verkehr habe, wo ich einfach immer fahren kann, ja, dann werde ich vielleicht ein FTS nehmen. Ja, und wenn ich einfach sehe, ich habe da viel Publikumsverkehr, da ist viel Veränderung in der Routenplanung, dann würde ich mich eher für ein AMR entscheiden. Aber ich glaube auch, die Diskussion oder ist ein bisschen müßig. Oder ich habe ein Umfeld, ein großes Layout, hinterher. Wenig Geräte, ja. Dann kann ich sehr dynamisch mir den Weg suchen. Ja. Aber gerade wenn ich viel Verkehr habe, dann ist wahrscheinlich hohe Verlässlichkeit, wer fährt wo. Ja, die Autobahn ist ja ein super Beispiel. Die Leistung der Autobahn ist ja doch sehr von der Spurmarkierung abhängig. Also ohne Spurmarkierung wäre ein Fahren mit 130 km/h durchaus anstrengend. Und ich glaube wirklich, dass die Unterscheidung sich aufheben wird und dass die Hersteller, die größere Volumen am Markt anbieten, einen Baukasten haben, wo ich sage, okay, in dem Fall mache ich das und in dem Fall mache ich das. Und da unterscheiden sich unsere Systeme auch überhaupt nicht mehr. Also das
Ich glaube, es wird auch ein bisschen über die Applikation dann entschieden werden. Wenn ich jetzt wirklich ein Transportsystem brauche, was immer das Gleiche macht, dann wird vielleicht das FTS noch weiter so sein. Aber wenn ich mir die AMRs und die Entwicklung auch der AMRs angucke, wenn wir sehen, dass da mittlerweile kollaborative Roboter draufgebaut werden, ja, wie wir das ja auch bei uns haben, dass wir diese, wir nennen das Mobile Manipulator, dass wir also mobilen Roboter mit einer 3D-Kamera drauf haben, der den Griff in die Kiste machen kann, der wirklich ins Lager fahren kann, was rausholen, ist dann wiederholen. Das sind Tätigkeiten, die werden dem AMR vorbehalten bleiben. Da ich glaube, das nicht gilt für jegliche Art von Robotics, ob es Mobilindustrie, Robotics ist. Der Anwendungsfall, der Use Case bestimmt am Ende, was ich einsetze. Hm. Und das gilt für, wie gesagt, für einen klassischen Roboter genauso wie einen mobilen Roboter. Das ist der Anwendungsfall in der Designphase, entscheidet eigentlich, was ich brauche. Und da kommt sicherlich Produktivität, Performance mit rein, aber auch sicherlich Kosteneffizienz letztendlich. Und das sind die. Und ich glaube schon, was alle miteinander verbindet, ist, es gibt ja die meisten Firmen, die erfolgreich sind, haben eine IT-Abteilung. Ja, also da gehe ich ja nicht in den Mediamarkt und sage, hey, was brauche ich für einen Computer? Sondern ich stelle mir Spezialisten ein, die mir helfen, sagen wir, die Verantwortung für den Teil der Firma zu übernehmen. Und ich sehe schon, dass man viel erfolgreicher sein kann, wenn der Kunde weiß, wie es geht. Ja, also diese Know-how auf Kundenseite, das macht den größten Unterschied, ob das Projekt am Schluss, wie schnell wir gemeinsam zum Erfolg kommen, beziehungsweise wir machen zum Teil auch unsere Zusammenarbeit abhängig davon, wie viel Know-how auf Kundenseite überhaupt schon vorhanden ist. Mhm. Weil die Unterscheidung, wenn ich jetzt sage, du hast einen großen Konzern und niemand in dem Konzern, und wir würden da bei dieser Frage anfangen, dann wird es schwierig. Ja. Mhm. Aber Know-how beim Kunden ist ja ein ganz gutes Stichwort. Habe ich denn auch beim Thema mobile Robotik letztendlich eine ähnliche Entwicklung wie in der Robotik generell und in der Industrierobotik, dass es zu stärkeren Einfachheit, easy to use, einfacher Programmierung etc. Da gibt es ja im Moment gerade einen extrem starken Trend, der von vielen vorangetrieben wird. Ist das in der mobilen Robotik ähnlich, dass es da auch stärker dazu geht, Dinge zu vereinfachen? Ich glaube ja. Definitiv. Ease of Use ist immer ein Argument, gerade wenn es Richtung flexible und skalierbare Produktionskonzepte geht, dann ist Ease of Use immer ein Thema. Und ich meine, wir reden ja nicht umsonst an vielen Stellen auch bei den mobilen Robotern über standardisierte Interfaces etc. pp. Das sind ja genau die Reisen, die wir auch in der, sag ich mal, in der Industrierobotik eigentlich auch schon hinter uns haben. Und da ist definitiv Ease of Use und auch das Thema Standardisierung, Normen etc., Schnittstellen zu Anlagen, Maschinen zum Beispiel, vielleicht auch zum Industrieroboter, ist sicherlich ein Thema, was sehr, sehr wichtig und entscheidend ist für die Zukunft. Okay. Wobei natürlich die Einstiegszeit, wenn ich das eben sagen darf, ne, 14, 15, 16, als wir angefangen haben mit mobilen Robotern, da war ja schon eine Bildoberfläche, da war ja schon eine intuitive Führungsstandard. Mhm. Ne, und von daher hatten wir es da schon einfacher. Man musste ja nicht in die Untiefen der Programmierung abtauchen, um so einen Roboter zu installieren. Das war eines unserer Argumente, dass wir gesagt haben, hier nimm dir mal den Joystick, fahr mal durch die Anlage, mach dir mal selber kurz eine Karte auf dem PC, schließ dann ganz bestimmtere Bereiche aus und im Grunde nach einer Viertelstunde kann der Roboter fahren. Das war eines der Argumente, wie einfach das Ganze zu verwenden ist. Und das wird natürlich nur noch einfacher. Und ich glaube, die Herausforderung für die Zukunft, wenn ich das noch eben sagen darf, die wird viel mehr sein, dass wir das Ganze skalierbar halten und dass wir die Systeme, du hast es eben gesagt, dass wir die Plattform einfach offen halten. Mhm. Weil das wird für die Investitionsentscheidung in der Zukunft eine ganz entscheidende Größe sein. Denn keiner von uns wird, denke ich, auf Dauer in der Lage sein, alle Hardware für alle Applikationen vorzuhalten. Mhm. Und deshalb muss die helfen proprietäre Plattformen da nicht. Das heißt, wir müssen irgendwo offene Standards behalten, die es dann ermöglichen, Stichwort VDA 5050, die Dinge dann zu skalieren und unterschiedliche Hersteller in die Flotten einzubinden, um dann die Hardware-Anforderungen, die jeweils gegeben sind, auch zu lösen. Aber wie weit sind wir denn da? Genau, ich glaube schon, dass da noch ein großes Stück der Reise vor uns liegt und dass wenn man jetzt unsere Install-Base zusammenzählt, dann bin ich mir sicher, dass wir in 10 Jahren zusammen mehr wie 10-mal so viele Roboter im Feld haben wie jetzt. Also das, klar. Das heißt, wir reden da von einer Ver-50-fachung, Ver-100-fachung in den nächsten 10 Jahren. Und da gibt es schon noch genügend Schnittstellen, wo man sich jetzt drum kümmern muss, dass es für alle, die in dieser Kette involviert sind, leichter wird. Und die Leitstandsschnittstelle, die wir gemeinsam gemacht haben, das ist ein Startpunkt. Aber es gibt natürlich in der Toolchain noch etliche Sachen, wo man sagen muss, dass da sind die Systeme noch komplett entkoppelt, bis hin zur Sicherheitstechnik, die eigentlich noch so ein blinder Fleck ist. Und ich sag mal, unsere größte Installation sind 550 Roboter
in einer Halle, die so groß ist wie hier. Mhm. Und da musst du tatsächlich jeden Roboter einzeln anfassen, wenn es um die Sicherheitsfelder geht. Mhm. Ja, und das ist einfach heute die Wahrheit. Und es darf aber morgen, muss das gelöst sein. Ja, also es muss dafür Systeme geben und da muss man mit der Hersteller der Sicherheitstechnik gemeinsam die Reise gehen, dass wir diese Inbetriebnahmen viel handhabbarer hinbekommen. Ist ja ein generelles Thema in der Robotik. Also das ist ja so ist es. Immer eine der Knackpunkte Herausforderungen, wenn man zu dem Thema spricht. Ne? Ja. Aber ich würde, bevor wir jetzt weitersprechen, generell, wenn jemand von Ihnen Lust hat, hier irgendwas mit in die Runde einzubringen. Eine Frage? Gibt es da schon eine? Oder nein? Nein. Eine Frage oder eine Anmerkung, Kritik, was auch immer. Gerne einfach zwischendurch mal kurz ein Zeichen geben und dann nehmen wir das mit rein. Nur mal so generell, das muss... Ah, da ist ja schon... Oh, ja, super. Dann machen wir erst die und dann die. Jetzt bin ich auf die Kritik gespannt. Erstmal vielen Dank für die anregenden Worte schon mal hier. Worauf ich ein bisschen hinaus möchte, ist, Sie sprachen Logistik als den Treiber der mobilen Robotik an. Nun gibt es auch ganz viele neue Märkte. Ich spreche da mal Pharmazie und auch chemische Industrie an. Die haben ganz andere Herausforderungen natürlich, auch Reinraumanforderungen, Aufzugsteuerungsanforderungen, weil ich dann nicht mehr in eine Ebene fahre, sondern auf einmal muss ich im Gebäude mehrere Etagen überwinden. Sprecht man da schon, Stichwort Schnittstellen oder Standardisierung, spricht man da schon mit Herstellern? Oder... haben Sie schon Bestrebungen, diese Reinraumzertifizierung auch zu erfüllen, damit Sie die Anforderungen eben abhandeln können? Also da sind wir unterwegs. Ich sage mal so, Aufzug, um mal ein ganz praktisches Beispiel zu nehmen, würde ich sagen, ist gelöst. Wir fahren Aufzug, kein Problem. Ja, das geht. Wenn es um Reinraumtechnik geht, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Und wenn wir in die Pharmaindustrie gehen, haben wir da die jeweils spezifischen Anforderungen. Aber ich denke, das ist wie mit allen neuen Technologien. Man beginnt da, wo es am augenfälligsten ist. Das ist nun mal die Intralogistik gewesen. Ja? Und da sammeln wir im Moment die Punkte und da sammeln wir im Moment natürlich auch die Erfahrung. Aber wir sehen ganz deutlich, dass es in allen Bereichen, ob das die Pharma ist, ob das Lebensmittel sind, ob das Logistik ist natürlich oder ob es natürlich auch im Automobilbereich, dass wir uns da hineinqualifizieren in die jeweiligen Applikationen. Aber das Schöne an so einer neuen Technik ist ja, das müssen wir nicht alleine machen. Wir sind da ja nicht alleine unterwegs. Wir sind Ideengeber, aber dann haben wir die Kunden und die kommen mit ihren Anforderungen. Die wissen auch, was sie brauchen und dann entwickeln wir gemeinsam. Und ich glaube, das wird der Weg sein. Aber um die Frage zu beantworten, also von unserer Seite, wir sehen ganz klar die Anforderungen. Wir sehen die auch in den Industrien. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren sukzessive, das wird sich skalieren nach oben, das ist völlig klar, neue Lösungen sehen. Die Chance bei Pharma ist ja unendlich groß, weil es konzerngetrieben ist und weil man dort stärker die Chance hat, zu standardisieren. Der Aufzug an sich ist ungelöst. Ja, also das ist jedes Mal eine andere Schnittstelle, weil die meisten halt nur irgendeinen Kontaktschalter haben und du eigentlich die Steuerungslogik mitbringen musst. Aber das ist tatsächlich ein relativ kleiner Teil. Ich glaube, von den Zertifizierungen, da gibt es aus allen unseren Häusern Lösungen. Und jetzt geht es halt noch darum, die Applikation dann auch wirklich mal zu skalieren. Wir würden es machen. Also wir sehen extrem viel Potenzial in diesem Automatisierungsbereich rund um die Intralogistik, in jeglicher Art von Produktion. Und ich glaube, da ist auch die Kombination, und deswegen ist es für ABB auch wirklich super toll, jetzt auch mobile Robotics im Portfolio zu haben. Die Kombination aus der mobilen Robotik, aus der klassischen industriellen Robotics, das ist eigentlich so im Produktionsumfeld, in der Kombination mit der Intralogistik, das ist eigentlich das, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns auch aufhalten. Und da gibt es unendlich viele Anwendungsfälle. Das startet vielleicht im Automobilgeschäft, wo wir uns Jahre aufhalten und geht über diverseste Industrien. Also ich glaube, da gibt es nahezu gar kein Ende. Und dann noch das Thema, ich meine, wir kennen alle die Megatrendthemen, die wir gerade haben, Arbeitskräftemangel etc. Und ich glaube, da ist momentan so viel Potenzial, gerade in dieser Kombination. Und da freue ich mich wirklich drauf in der nächsten Zeit. Ja, und letztendlich kannst du ja, nicht alles in der Pharma ist ja, sag ich mal, im Reinraum. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also die viele Tätigkeiten hinten in Richtung Versand, da gibt es ja keinerlei Anforderungen mehr an die Reinraumklasse. Ja. Also ich bin mal ganz sicher, dass da ganz, ganz viel kommen wird. Und
Ich glaube schon, dass auch da sich die Firmen noch viel stärker aufstellen müssen und dass dort Logistik, Automatisierung über den planerischen Gedanken noch ganz, ganz große Hebel hat, ja, den Unterschied zu machen. Wenn man sieht, Automobil, was da möglich war in sehr, sehr kurzer Zeit, also in 10 Jahren eigentlich, es gibt ja kaum mehr Automobilhalle, wo jetzt nicht irgendwelche neuen mobilen Roboter, ja, rumfahren. Und der gleiche Trend ist ja jetzt schon absehbar, dass der in der Halbleiterei kommt, durch die sauerstoffarmen Fertigungen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Pharma da auch ein anderes Mindset vielleicht braucht und nicht an der höchsten Reinraumklasse den Transportroboter für die Pakete, die eigentlich schon im Paket sind, im Lager. Aber das ergibt sich ja einfach schon aus der Personalknappheit. Ich meine, die Firmen stehen unter einem gewaltigen Druck. Ja, wenn Sie die Produktionskapazitäten aufrechterhalten wollen, dann müssen Sie automatisieren und dann kommen Sie auch in der Intralogistik nicht vorbei. Und von daher wird man da, denke ich, auch einfach bereit sein, Konzessionen zu machen, wo man vielleicht früher noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Okay, wir hätten noch eine, super, hier noch eine Frage und dann da drüben. Ja, guten Tag, mein Name ist Michael Rapp. Sie sind sehr roboteraffin, das ist ja auch das Thema heute. Ich wollte mal aus einer anderen Perspektive noch mal was nachfragen. Ich komme aus einer Firma, die Lineartechnik, Linearachsen, Achssysteme, Handlingssysteme verkauft. Aus Ihrer Perspektive, ist es, wenn man von Zukunftstechnologie spricht, ist das noch ein Thema in der nächsten mittelfristig, langfristig, oder sehen Sie das völlig durch Roboter gelöst? Sie wissen, was ich meine, mit Handlingssysteme. Als Ersatz für einen Roboter. Im Grunde ist ein Linearroboter. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, jede Anwendung muss individuell betrachtet werden. Und mal ist es ein 6-Arm-Knickroboter, mal ist es dann der mobile Roboter, mal ist es ein 2-Achs-Linearportal. Ich glaube, das kann man pauschal, finde ich, sehr schwer beantworten. Es ist immer eine Anwendungsfrage des Use Cases. Welche Aufgabenstellung wollen Sie eigentlich lösen? Und ich glaube, da ist es gut, ein breites Portfolio zu haben. Aber die Antwort, ja, nein, kann ich an der Stelle, könnte ich gar nicht geben. Ich glaube, alles hat seinen Anwendungsbereich letztendlich. Gut, dann gab es hier noch eine Frage. Also, vielen Dank erstmal für die neuen Ideen und Ziele, die Sie gerade haben. Und ich wollte eigentlich nur mal sagen, also Stefan Dröge, ich komme von Extron SE, wir sind Hersteller für die Halbleiterindustrie. Die haben natürlich ganz andere Anforderungen, auch an unsere Firma. Aber die haben auch schon mobile Lösungen in ihren Reihenräumen. Also tatsächlich, wenn sie den letzten Schritt machen wollen, da gibt es schon Firmen, mit denen man zusammenarbeiten kann, weil die Wafer heutzutage nicht mehr von A nach B getragen werden. Ich sage es mal bei Intel zum Beispiel. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, sie haben noch eine riesen Grauflächenzone, die natürlich weniger Anforderungen, also höhere als die Logistik, ich sage es mal im Wareneingang, mhm, aber schon noch, ich sage jetzt mal, manageable Anforderungen hat. Und da ist wirklich ein Riesenmarkt und würde mich freuen, wenn Sie da mehrere Produkte rausbringen. Das würde ich bei Ihnen klingeln. Ne? Ja. Und aber auch bei dem normalen Wareneingang. Ich glaube, da ist es tatsächlich eher die Kombination, dass Sie flexibel sind, weil wenn 3 LKWs gleichzeitig kommen oder einer gar nicht, da geht es eher darum, dass die Systeme reagieren können und dieses ganze Micromanagement wegfällt. Und das, glaube ich, wäre dann der große Sprung, dass das System selber reagiert und sich dann neu sortiert. Mhm. Danke. Total. Also, Bedarf gibt es genug. Sie haben es gehört. Gibt es weitere Fragen? Na klar. Okay, dann machen wir es noch da und dann da drüben. Okay, Johannes Höcherl, ich hätte eine Frage. Sie haben jetzt im Speziellen angesprochen die Standardisierung bei den AMRs oder AGVs. Wie schaut es denn dann aus, wenn ich dann einen Manipulator draufstelle? Also die Manipulatoren, da gibt es ja jetzt nicht unbedingt so viel Standardisierung, wie ich die ansteuern kann. Wie schaut es denn da aus? Was denken Sie denn da? Was sind da Trends, dass man dann im Endeffekt, auch wenn ich einen mobilen Manipulator habe, dass ich den dann auch über einen Flottenmanager irgendwie ansteuern könnte? Boah, schwierige Frage. Ich würde mal sagen, die Ansteuerung des mobilen Roboters erfolgt ja generell über den Flottenmanager. Von daher, wohin der mobile Manipulator dann fährt, das wird weiterhin über den Flottenmanager, der ist ja Teil der Flotte und wird auch über ihn angesteuert. Was er dann am Zielpunkt tatsächlich macht, dann ist es ja die Aufgabe des Cobots, ob er in das Regal greift, ob er etwas abliefert, etwas aufsammelt, wie auch immer, welche Arbeiten er dann verführt. Das ist ja dann eine Programmiereinheit innerhalb des Roboters selber. Von daher denke ich, muss man das eine vom anderen trennen.
wir werden sicherlich immer versuchen, den mobilen Manipulator in der Flotte zu lassen. Weil das ist ja der fast geniale Trick bei der ganzen Geschichte, weil darüber können wir die Flotte steuern, dafür können wir die Sequenzen abgreifen, wir können sehen, welcher Roboter wo gebraucht wird, wir können das ganze Flottenmanagement regulieren. Von daher würde ich den immer da drin lassen. Aber die eigentliche Arbeit des Greifens, die dann der Cobot macht, das ist dann Programmierarbeit am Cobot. Auch Positionierung, denke ich dann letztendlich, Positionierung im Raum, klassische Item-Picking-Applikation von auf einem Cobot auf einem mobilen Roboter, wo ich dann einfach über ein Kamerasystem halt letztendlich, die ich mich dann wieder positioniere. Ich sehe das auch so. Das ist dann die klassische industrielle Robotik, die dann an der Stelle übernimmt. Ja. Aber der Markt ist ja gerade extrem am Entstehen. Ja. Also es wird da ganz andere Auswahl an Lösungen. Und also die Applikationen gibt es, das ist erkannt. Und es gibt, alle großen Hersteller haben jetzt ihre Antwort drauf gefunden. Ich glaube, ABB, Stäubli, KUKA, ja. Es gibt etliche, die jetzt schon, sage ich mal, ein komplettes Gerät anbieten. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch bald eine Lösung dafür haben. Und die Integration in die Kundenumgebung, das wird so oder so die nächsten Jahre noch sehr spezifisch sein, weil diese Schnittstelle, also wie ist das Auftragsmanagement, dieses Layer, da gibt es ja kein, sag ich mal, das SAP, der Middleware für diesen Bereich, da gibt es keinen Standard. Und da gibt es etliche Anbieter und ich glaube, je nachdem, wie stark der Kunde selbst auf der Softwareseite aufgestellt ist und wie sich er aufstellt, gibt es dann einfache oder kompliziertere Möglichkeiten, das zu machen. Aber am Schluss ist der technische Baukasten gelöst. Also die Plattform kann sehr adaptiv fahren und der Roboter kann mit vielen, vielen, ich meine, hier drin gibt es gleich 20 Anbieter, die alle eigentlich dem Roboter Augen geben wollen und alle Skills verkaufen und es gibt ganz viele einfache Gripper und Handling-Systeme, sodass eigentlich der ganze Baukasten bezahlbar schon da liegt und ich bin mir da ganz sicher, dass sich da der Preispunkt auch nochmal in eine ganz andere Richtung verschiebt, sodass du am Schluss wahrscheinlich für 80.000 Euro im Betrieb dort eine Lösung einkaufst, wenn du vielleicht eine signifikante Stückzahl. Ich glaube, wichtig ist, dass man den Baukasten hat, wie du gesagt hattest, zwischen mobilen und, weil nicht jede Applikation erfordert halt den Manipulator auf dem mobilen Roboter. Wir haben das im Bereich Healthcare zum Beispiel gemacht, Laborautomatisierung, wo wir einen Dual-Arm Jumia auf eine mobile Plattform gestellt haben, um Laborautomatisierung, Zentrifugenbestückung oder sowas. Aber letztendlich gibt es ja auch die Aufgabenstellung, wo der mobile Roboter die Aufgabe des Materialtransports hat. Und dann ist er natürlich nur dann effizient, wenn er auch transportiert und nicht, wenn er steht. Deswegen ist es wichtig, diesen Baukasten zu haben halt letztendlich. Ne? Wir hätten hier noch eine Frage und dann auch noch mal einen. Also die zwei Fragen machen wir noch und dann müssten wir wieder zurück in die Runde. Aber ich finde es natürlich super, deswegen will ich das auch gar nicht abbrechen. Und zwar eine Frage war zum Thema Machine Vision. Und inwieweit Machine Vision ja auch jetzt künftig, also wie die Zukunft im Machine Vision im Zusammenhang mit Robotik aussieht, was es da vielleicht künftig für Möglichkeiten gibt, was die Technologie noch weiter voranbringen wird. ABB hat da fantastisches Investment gemacht und einer der, sagen wir mal, führenden Firmen an der Stelle, die in unserer Industrie einen Unterschied macht, investiert mit Seven Sense. Ja. Und hat es auch jetzt in die ersten zwei Serienmodelle integriert. Und Kameras werden einen riesen Unterschied machen. Es ist allen klar aus unserer Industrie, dass in den nächsten 10 Jahren sich viele Applikationen Richtung Kamera verschieben werden. Und es ist aber noch unklar, ob du eine Kamera hast, die alles kann, oder ob du versuchst, daraus einen gewissen Baukasten zu machen. Und es gibt ja auch in der Kameratechnik ein Riesenunterschied, ob du jetzt 2D-Kameras nutzt oder ein Cluster aus mehreren 2D-Kameras oder ob du in Time of Flight die ganze RealSense Time of Flight Welt investierst, wo es ja inzwischen auch einen riesen Baukasten gibt, wo du fantastische Lösungen integrieren kannst. IFM hat vor 2 Jahren eine super Lösung vorgestellt. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass da natürlich sehr, gerade auf einer Veranstaltung wie hier, wirst du ganz schnell von der Technik eingenommen. Aber mehr Technik macht ja den Prozess nicht zwingend stabiler. Also am Schluss musst du ja dann,
volle Kiste, leere Kiste und was brauche ich dafür? Und unter Umständen brauchst du keine Time-of-Flight-Kamera. Und dann ist es wahrscheinlich auch schlauer, die wegzulassen. Und da ist so ein Stück weit, dass man sagt, Mensch, nicht das technisch Machbare ist das Ziel, sondern das aus kaufmännischer Sicht Vernünftige muss das Ziel sein, weil am Schluss muss ja der Kunde mit der Anlage Geld verdienen können. Und da stört ja jeder Euro zu viel. Aber es ist gut, ganz kurz, weil du es erwähnt hattest mit 7sense, ist wirklich eine fantastische Technologie, wo wir wirklich die Kombination zwischen Machine Vision und dann auch KI, weil das ist wirklich, glaube ich, die Next Generation, dann wirklich sich wirklich in unstrukturierten Umgebungen wirklich aufzuhalten. Und da ist Machine Vision natürlich ein elementarer Bestandteil dieser Lösung. Ja. Ich denke, zu deinem Punkt, wir haben ja immer den Effekt bei neuen Technologien, dass man erstmal versucht, das alles zu machen. Und dann hat man so einen Überschießer und dann irgendwann reduziert sich das. Und ich denke, der Markt wird das ein Stück weit regeln. Ne, weil keiner wird das auf Dauer bezahlen wollen, was nicht nötig ist. Ne. Aber auf der anderen Seite, das sind neue Technologien, die uns natürlich auch ein Stück weit voranbringen werden. Das heißt, die werden ganz neue Türen öffnen und wir werden erstaunt sein, was da noch alles rauskommt. Absolut. Völlig bei dir. Super. So, dann hätten wir noch eine Frage hier. Ja, vielen Dank. Nochmal eine Frage in eine etwas andere Richtung. Wir hatten eben im Vorvortrag auch mal Buzzword Bingo. Das will ich mal weitermachen mit dem Titel oder Thema 5G. Sie als drei Hersteller von AMRs, was versprechen Sie sich wirklich für die AMRs von 5G? Wer von Ihnen wird es einsetzen oder setzt es vielleicht ein? Und vor dem Hintergrund, dass wir ja von autonomen mobilen Robotern sprechen, welche Vorteile versprechen Sie sich? Danke. Würde ich gerne antworten, stecke ich relativ tief mit drin. 5G ist ein fantastisches Medium für mobile Roboter, weil es nämlich dafür gemacht wurde, dass man sich bewegt. Ja, alle Wi-Fi-Systeme, die wir jetzt haben, sind eigentlich nicht dafür ausgelegt, sich zu bewegen, sondern es ersetzt nur Kabel an eine bestimmte Station. Und du hast vor allem, wenn du in der TCP-Welt unterwegs bist und dann in dieses Roaming-Verhalten kommst, ein Riesenproblem mit gewissen Timeouts. Und 5G, also oder das Mobilfunknetz wurde von Anfang an darauf ausgelegt, sich zu bewegen. Deswegen gibt es unschätzbare Vorteile. Und für uns wäre es auch extrem attraktiv, egal ob in einem öffentlichen Netz oder auch in einem Campus-Netzwerk, weltweit eindeutige Identität auf dem Fahrzeug zu haben. Weil die Wi-Fi-Identität ist nun mal nicht eindeutig, sondern die ist nur immer auf eine Firma, eine Halle, ein Bereich und du nutzt dann Hilfsmittel, die du dann da oben drauf klebst. Aber niemand von uns wird zum Kunden gehen und sagen, ohne 5G mache ich das Projekt nicht. Und ich bin kein Infrastrukturverkäufer. Und leider Gottes funktionieren Konzerne immer in Business Cases und jetzt muss ein einziger Business Case nachweisen, dass eine komplette Infrastruktur sinnvoll ist, obwohl du die obersten zwei Layer für alle Hallen in Europa oder alle Hallen weltweit nutzen könntest. Und deswegen verschiebt sich diese Revolution, die es eigentlich geben könnte. Industrielles Wi-Fi, es ist möglich, sich da drin stabil zu bewegen, aber es ist kein Spaß, ja, ganz klar. So schön ich das nicht erklären könnte. Ich hätte es viel profaner gesagt. Ich hätte gesagt, es funktioniert einfach besser. Ja, das ist unsere Erfahrung. Und wir haben ja auch, du hast es gerade angesprochen, die Situation, dass wir gerade bei großen Herstellern ja auch oder bei großen Endkunden eine strikte Trennung haben zwischen der IT und den Leuten im Feld. Das sind eigene Abteilungen. Ja, und die lassen sich nur ungern reinreden. Und von daher ist das oft ein Problem. Und häufig haben wir Probleme mit den Wi-Fi-Anlagen. Ja, und da würden wir uns wünschen, dass es ein 5G-Netz gäbe. Also es funktioniert einfach besser. Ich würde es einfach so platt sagen. Ja, ich glaube, 5G macht grundsätzlich immer da Sinn, wo ich irgendwo vielleicht auch Computing Power irgendwo an einer Stelle zentralisieren kann. Nehmen wir Cloud-Anbindungen, irgendwelche Intelligenz in Cloud-Plattformen zu bringen oder sowas und dann halt wirklich die Power von 5G zu nutzen. Fakt ist, heute sind wir da noch nicht. Und Fakt ist, mit den klassischen Anwendungen, die wir heute anbieten, das funktioniert auch noch ohne 5G, muss man tatsächlich sagen. Aber das Potenzial, was ich gerade meinte, dass man Computing Power wirklich verlagert und so weiter und Intelligenz auch verlagern kann, da sehe ich ein großes Potenzial drin. So, also ich hatte hier noch mir ganz viele Fragen aufgeschrieben und es tut mir dann immer so ein bisschen weh, wenn man dann so eine spannende Diskussion abbrechen muss. Aber wir haben leider nur irgendwie eine halbe Stunde in diesem Slot und
Weil es war mir wichtig, auf jeden Fall die Fragen von Ihnen mitzunehmen, weil das ist ja das Wichtigste hier, dass Sie was davon mitnehmen hier aus dieser Diskussion. Deswegen würde ich jetzt noch eine kurze Abschlussrunde machen. Und zwar, wenn wir uns in 2 Jahren auf der Automatica wieder treffen. Kurze Einschätzung, was glauben Sie, was im Bereich mobile Robotik wir dann vielleicht an Neuerungen sehen werden? Letztes Jahr hatten wir so eine Frage auch als Abschluss, dann kam die Automatica blöderweise ein Jahr früher. Das war dann ein bisschen doof für denjenigen, der da schon seine Zukunft, aber diesmal wissen wir ja, es ist in 2 Jahren. Also was könnte man da noch nennen, was wir in 2 Jahren vielleicht da sehen werden? Möchten Sie beginnen? Nachdem die Automatik jetzt für mobile Roboter nicht die Leitmesse ist, glaube ich, dass das Angebot mit dem mobiler Manipulator, also... Wir müssen uns doch gar nicht auf die Automatik, sagen wir in 2 Jahren. Egal, jetzt, ob Automatiker oder nicht. Also was sehen wir in 2 Jahren? Richtung in einer mobilen Robotik. Was ist das, nächste große Ding? Es ist ja jetzt schon normal. Ja? Stellt ja auch keiner mehr in Frage. Und es gibt keine Firma, die da dran vorbeikommt. Und deswegen glaube ich, dass sich der... ich wäre froh, wenn dieser KI-Heißluftballon, von dem jeder spricht, einfach weiterzieht und wir wieder zu Applikationen kommen okay. Und zu Mehrwerten. Und es ist ja völlig irrelevant, wie das Rechensystem irgendwo innen drin funktioniert, sondern es geht doch letztendlich nur um den Mehrwert. Und ich glaube am Schluss, die Industrie muss irgendwann nachweisen, dass sie dem Kunden hilft, Geld zu verdienen. Und ich würde mich freuen, wenn wieder die echte Applikation im Vordergrund steht und nicht die technischen Bausteine der Geräte. Sehr gut. Also ich würde es so halten, wie ich es eigentlich immer halte, wenn neue Mitarbeiter bei uns anfangen im Unternehmen. Sage ich immer, ihr habt auf die richtige Karte gesetzt. Weil es wird in kaum einem Bereich wie der Industrieautomatisierung im Moment so viel entwickelt und so viel Neues gemacht. Und das gilt für die mobile Robotik, das gilt für die Kollaboratierrobotik. Die finden sich gerade zusammen. Deshalb denke ich auch, der MoMA wird sich extrem weiterentwickeln. Die Schnittstellen werden sicherlich zusammenfinden. Ich denke, VDA 5050 wird ein Thema bleiben. Ob das jetzt VDA 5050 heißt oder wie auch immer, wir brauchen eine Standardisierung, sonst wird das Ganze auch nicht massentauglich. Sonst ist die Investitionssicherheit nicht da. Ich denke, da wird sich viel tun. Und ja, die Einfachheit der Bedienung, die wird immer weiter zunehmen. Es wird immer simpler werden, denn das ist ja auch eine Anforderung des Marktes. Nicht nur bei Cobot, sondern auch bei dem mobilen System. Und von daher, die Türen stehen da weit auf. Da passiert ganz viel. Das wäre tatsächlich auch mein Punkt gewesen. Das Thema Einfachheit, Ease of Use, glaube ich. Und Baukastensysteme. Ich glaube, dass es sehr, sehr einfach sein wird, ob ich jetzt einen mobilen Roboter auf die Plattform setze, ob ich mit einem mobilen Roboter eine Produktionszelle andocke, ob ich das Interface zwischen Industrieroboter zum Depalettieren und einem mobilen Roboter hat, der Material fördert. Ich glaube, das wird ein Baukastensystem, was sehr, sehr einfach zusammenzubringen ist. Und ich glaube, das werden wir in 2 Jahren sehen. Okay, dann bedanke ich mich. Wir haben gesehen, also es gibt ganz viel Bedarf, auch aus den unterschiedlichsten Branchen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt aber durchaus auch noch was zu tun. Stichwort Interoperabilität, Sicherheit. Also da wird noch einiges passieren. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die spannende Diskussion. Und schade, dass wir Sie jetzt abbrechen müssen, aber es war sehr unterhaltsam, sehr interessant, sehr spannend. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Und hier, das Automatica Forum ist für heute beendet, aber morgen geht es hier um 10 Uhr wieder weiter. Danke. Dankeschön. Herzlichen Dank.